glaube, dass wir auch unsere demokratischen Strukturen sich verändern sehen werden, wie wir auch heute gerade ganz aktuell wieder sehen mit den Flüchtlingsströmen. Da kümmern sich tatsächlich die Österreicher und die deutschen Bürger. Das ist eine zunehmende Flugbewegung in unsere Welt. Es muss sein, dass neue Wege gefunden werden. Die Flüchtlinge sind genau wie wir alle. Wir sind Flüchtlinge. Wir sind Migranten. Eine aufrecht gehende Spezies hat sich in den letzten Jahrtausenden immer intensiver über den Erdball verbreitet. Ihre bevorzugten Nistgebiete sind wassernahe Ebenen, in denen sie ihre Ameisenhügel nicht unähnlichen Kolonien ansiedeln. Wie ein Lockruf wirken diese Konglomerate auf die einzelnen Zweibeiner. Diese Riesennester, genannt Städte, scheinen stimulierend auf das Sozialverhalten zu wirken. Eine der wichtigsten Seiten, die die Technologie heute ermöglicht, ist es, dass es mehr Verbindung unter den Menschen gibt. Das ist es eigentlich, wofür Städte immer da waren. Erst vor ca. 10.000 Jahren gab es die ersten und sie wurden gegründet, um uns zusammenzubringen, um Ideen auszutauschen, um etwas gemeinsam zu machen. Wir haben davon ein wenig verloren im 20. Jahrhundert, zum Beispiel wenn es darum geht, die Stadt gemeinsam weiterzuentwickeln. Die heutige Netzwerktechnologie erlaubt es den Bewohnern, wieder zusammenzukommen. Sie hilft ihnen, gemeinsam zu entscheiden und unsere Städte zu verändern. Paare und Familien versuchen durchwegs, sich selbst zu organisieren. Für die Verwaltung des Nestes jedoch bestimmt die Kolonie aber Leittiere. Wir sollten versuchen, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und den Menschen das Recht auf Grundstücke zu geben. Vielleicht zeitbeschränkt auf 10 Jahre. Und es ihnen erlauben, sie zu bebauen. Denn jeder wird das beste Haus für sich selber entwickeln, so wie er es will. Bei der Infrastruktur ist es ähnlich. Üblicherweise ist die Regierung sehr stolz auf große Autobahnen. Irgendein Bauunternehmer verdient damit viel Geld. Und weil es Prestigeprojekte sind, werden sie auch noch fotografiert. Aber das brauchen die Leute nicht. Vor allem in den Entwicklungsländern sind die meisten Fußgänger oder sie fahren Rad. Die Infrastruktur sollte für sie gemacht sein. Wenn man an eine Pyramide denkt, sind diese Menschen die Spitze. Also sollte auch das meiste Geld für Fußgänger und Radfahrer ausgegeben werden und am wenigsten für Autos. In Delhi sind es nur 6%, in Mumbai sind es ca. 5%, die Autos besitzen. Aber die gesamte Infrastruktur wird für sie gebaut. Diese Organisatoren, flankiert von einer selbsternannten Führungselite, von Kommunikationsbeauftragten, haben, wie wir beobachten konnten, aber nicht immer nur das Wohl der Riesennester und deren Bewohner im Sinn. So, what we are seeing and hearing, was wir hier in dieser Installation sehen und hören, wird durch die aktuellen Online-Daten generiert. Also können wir hier eine Gefühlslandkarte der Stadt sehen. Wir sehen, wie Menschen Beziehungen schließen, wie sie miteinander interagieren, was sie diskutieren, um welche Themen es geht und wie genau sie abgehandelt werden. Das ist natürlich für die wissenschaftliche, soziologische, topologische und psychologische Verwendung sehr interessant. Aber das ist auch sehr gefährlich, weil die aufgezeichneten Daten gehören eigentlich uns. Und eine Handvoll Leute von Computerspezialisten bis zur NSA können daraus sehr viel über uns erfahren. Durch das Fehlen von ausreichenden Jagd- und Anbaugebieten innerhalb ihrer weitläufigen Siedlungen sind die einzelnen Bewohner nicht fähig, sich selbst zu ernähren. Die Nahrungsbeschaffung wird durch Tauschgeschäfte bewerkstelligt. Abstrakte Kreditzertifikate dienen als gängigste Ware. Um diese zu erhalten, werden wiederum die Tauschgüter Zeit, Kreativität und Kraft eingesetzt. Doch Zeit und Kraft wird zusehends abgelöst.
Eine der größten Herausforderungen der Zukunft wird sein die Situation Mensch-Maschine. Die Roboter werden übernehmen. Der Wissenschaftler Nick Bostrom prognostiziert, dass 2075, nicht mehr sehr weit entfernt, 2075 90% der menschlichen Arbeit, die jetzt geleistet wird von Menschen, von Robotern, von Maschinen, übernommen werden kann. Diese künstlichen Bewohner der Kolonie scheinen aber für zunehmende Nervosität innerhalb des Rudels zu sorgen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns heute schon damit beschäftigen, wie Roboter in Zukunft aussehen sollen, wie die mit Menschen interagieren sollen, kommunizieren sollen, sodass wir die gut akzeptieren können, sodass wir uns mit diesen Robotern wohlfühlen. Und was wir von vielen Jahren Forschung heute wissen, ist, dass wir Menschen uns mit menschenähnlichen Robotern eigentlich meistens nicht besonders wohlfühlen. Mangels Federkleid oder Pelz ist die Kolonie auch hier auf Beschaffung angewiesen. Die an sich nackten Lebewesen können wiederum nur durch Tauschgeschäfte überleben. So we met the local crafter in the village and then, wir haben uns mit der heimischen Weberei und einigen Tofu-Herstellern getroffen. Wir haben gemeinsam nicht nur den neuen Werkstoff weiterentwickelt, sondern auch ein Sozialsystem entworfen, das Gewinn lukriert. It's not only about finding the new material, but also how to develop it and how people can use it. Das ist nicht nur ein neues ökologisches Material. Es ist vor allem für Hausfrauen und Bauern interessant, die Kinder betreuen müssen. Für sie kann es eine neue Art der Selbstverwirklichung sein, zu lernen, wie sie es herstellen können und auch selber weiterentwickeln. Und das Rohmaterial Soja auszureizen, eben nicht nur als Nahrungsmittel. Self-expression, self-actualizations about what does they make and how it could be made and about the knowledge and how they could develop it and push it to the material, the material to the limit, not only as food. And the good thing, they doesn't. Das Gute ist, sie müssen nicht einmal das Haus verlassen, um es herzustellen. He just can do it at home. Wir haben auch nicht in einem Labor gestartet, sondern zu Hause in der Küche. In a lab, fancy lab, but we started in a kitchen, so the other women can do it in their own kitchen. Das Tauschgeschäft scheint die gesamten Nester, Kolonien und Kolonieverbände vor dem Untergang zu bewahren. Immer mehr der Zweibeiner scheinen allerdings vom Handel ausgeschlossen und werden von der Gruppe als nutzlose Nicht-Tauscher deklariert. Sowohl Nahrungs- und Federkleidbeschaffung, wie auch Behausung oder die Möglichkeit der Nachtsichtigkeit durch künstliche Lichtquellen sind für diese Untergruppen nahezu unerreichbar. Also ich arbeite in Manila, ich lebe auch in Manila für die Asian Development Bank, die asiatische Entwicklungsbank. Und für uns ist es total wichtig, wir geben 20 Milliarden Dollar im Jahr aus. Und wir müssen verstehen, wie wir diese 20 Milliarden Dollar für Projekte, für Infrastrukturprojekte ausgeben in Asien, die Leute wirklich brauchen. Und zwar nicht der Top und Top of Gesellschaft, sondern die wirklich Armen, jene Menschen, die unter 1,40 Dollar, 2 Dollar pro Tag leben. Und damit man so eine Idee kriegt, auf den Philippinen sind das 40%, 40 Millionen Menschen, die diesen Zugang zu urbaner Infrastruktur nicht haben. Es ist so, dass natürlich die Straßenbeleuchtung in Manila sehr heterogenes Bild hat. Und es ist so, dass Nutzer teilweise selbst diese Straßenlampen zur Verfügung stellen, installieren, reparieren, wenn sie kaputt sind, oder umbauen und für die eigenen Zwecke missbrauchen. Und diese Praktiken haben uns interessiert. Ja, und das Projekt heißt im Prinzip Infrastructure, weil es diese schöne Schnittstelle zwischen Improvisation darstellt, aber auch einer Struktur. Ja? Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, da geht da einer hin und bastelt ein bisschen, sondern das ist dann sehr oft trotzdem eine Entscheidung der Community, eine Entscheidung der Nachbarschaft, die auch in einer gewissen Art formalisiert ist. Es gibt dort so etwas, was heißt Barangay Captains, die sind so circa für 1.000, 1.400 Leute verantwortlich, sind von denen auch gewählt.
und entscheiden mit denen gemeinsam über ein Budget. Und da haben sie ein bisschen was für Straßenbeleuchtung. Und das geben sie dann auch aus. Ja, die hängen ihre eigenen Glühbirnen hin, hängen sich da an, versuchen festzustellen. Aber beleuchten einfach Dinge, die wir so top-down von einer Bank uns nicht als das Wichtigste sehen würden. Ja, wir würden vielleicht einen Platz beleuchten. Aber dort ist es unglaublich wichtig, zum Beispiel so eine Mariengrotte zu beleuchten. Da die Unzugänglichkeit ganzer Kolonien zu Tauschwaren nicht nur in einzelnen Biotopen, sondern am ganzen Planeten zunehmend für Unruhe sorgt, scheinen sich Einzelne mit Lösungen auseinanderzusetzen. You know, money is a problem. Wissen Sie, Geld ist ein Problem, weil wir versuchen, alles mit Geld zu messen. Das ist unser Fehler. Aber kann man wirklich versuchen, jemandes Beteiligung an Projekten für die Gesellschaft mit Geld zu messen? Das ist nicht gut. Also haben wir eine neue Währung entwickelt. Wir nennen sie Social Capital Credits, SOCs. Wir wollen damit mit der Börse wetteifern. Zum Beispiel eine arme Gemeinde, wo es nicht genug Infrastruktur gibt. Wir wissen, wie man Mikroinfrastrukturen für Kanalisation oder Wasserversorgung anlegt, aber wer soll sie bauen? Also sagen wir den Bewohnern, wenn du mithilfst und es für die Gemeinschaft machst, verdienst du SOCs. Die SOCs werden in einer digitalen Brieftasche gesammelt, wie Vielfliegerpunkte. Und man kann sie benutzen, um das Schulgeld der Kinder zu bezahlen oder für Telefonguthaben oder für Krankenversicherungen und Arztbesuche. So haben wir es auch geschafft, einen ganzen Fluss in Madurai in Südindien zu reinigen. Ein heiliger Fluss, der komplett verschmutzt war. Wir haben die Leute ermutigt, anstatt ihren Müll in den Fluss zu werfen, ihn zu reinigen. Und sie haben dafür SOCs bekommen. Ein interessantes Phänomen ist auch das nahezu zufällige Aufeinandertreffen in größeren Bauten. Bei diesen Zusammenrottungen werden anscheinend kreative Ansätze gesucht. Und auch gefunden. Also es dauert mit Sicherheit immer noch so ein Festival, mindestens eine Woche, sage ich, bis sie das alles ein bisschen sehen und ausbalanciert und gewichtet und dass man dann eigentlich ganz andere Ansätze verfolgen kann, ganz andere Connections auch kriegt durch diese Symposien. Und es entstehen ja auch durch in diesen 3 Tagen ja schon gleich direkt Projektideen, Ansätze, Kollaborationen, wo man sagt, so, und wir machen das jetzt. Das ist einfach cool, das passt perfekt zusammen. Also gerade jetzt habe ich wieder sowas erlebt, nicht? Mit dem Urban Design Lab, wo ich in Südamerika eigentlich Projekte mache, mit Social Business, wo ich auf der anderen Seite in Nepal Projekte mache. Und das passt perfekt zusammen. Es ist eigentlich verwunderlich, dass sich diese Spezies so rasant ausbreitet und vermehrt. Als sei es nicht genug, mit den Unzulänglichkeiten des eigenen Systems zurechtkommen zu müssen, scheint sich auch der Planet immer wieder gegen seine Bewohner zu wehren. Es geht um das, dass wir ein Dorf wieder aufbauen wollen. Aber nicht einfach nur aufbauen, sondern nachhaltig aufbauen. Und einfach noch eine zusätzliche Wertschöpfung erschaffen. Also zum Beispiel gibt es den Ansatz, dass man sagt, sie haben in der Trockenzeit können sie nichts anbauen. Und über Bewässerungssysteme könnte man dann noch einen Mehrwert schaffen, dass es einfach nur zusätzliches Einkommen generiert wird. Genau, und da haben, also das ist ein Zusammenschluss aus 3 Organisationen, also die AS Electronica Solutions, die Mediengeschichten übernimmt, Ingenieure ohne Grenzen, die was das Technische macht, und da im Kremin Lab, das die Business-Strategie liefern sollte. Die Gattung scheint also mehr als genug Probleme zu haben. Vielleicht versammeln sich deswegen kleinere Gruppen zur Ablenkung in eigens dafür vorgesehene Räume, um sich von bewegten Bildern faszinieren zu lassen. 1987 war unsere erste goldene Nike in der Animation der John Lasseter mit Luxo Junior. Das ist der Charakter, den man heute in Pixar-Filmen im Vorspann noch immer sieht. Es haben daran um die Animation Group waren 7, 8 Leute. Man hat ein halbes Jahr daran gearbeitet, an diesen 2 Minuten. Und gekostet hat es ungefähr 140.000 Euro, umgerechnet heute.
Unser heuriger Gewinner in der jungen Kategorie U19, ein Schüler, ein Einzelschüler, hat einen längeren, fünfminütigen Film gemacht, alles selbst gezeichnet, gedreht, alles gemacht. Und er hat gesagt, er hat dazu in etwa 2 Monate gebraucht. Aber das war mit Unterbrechungen. Show you how to make an award-winning music video. What I'm about to teach you is some basic 3D modeling. It's really easy. So, let's get started. Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los. Sie erreichen ihre Ziele. Denken Sie groß! Ein bisschen Größenwahnsinn kann nicht schaden. Und auf einmal können Sie fliegen. Denken Sie groß! Geben Sie nicht auf und leben Sie den Traum. Dafür muss man kein Genie sein. Denken Sie groß! Denken Sie groß, verzweifeln Sie so, übernehmen Sie die Show. In the beginning, there was literally nothing. And then there wasn't nothing. There was stuff. Und was wir in den letzten Jahren sehen, was ich wiederum sehr spannend finde, das ist, ich bezeichne es als Expanded Animation, also erweiterte Animation, die einerseits Raumgestaltung im weitesten Sinn hat, also auf große Fassaden geht und diese Fassaden quasi lebendig macht. Gibt es wunderschöne Arbeiten und zunehmend auch interaktive Animation. Also unsere heurige Nika-Gewinnerin in der Animation ist eine Frau. Der Film wird durch einen Anruf vom Handy bei einer gewissen Nummer, wird die ganze Geschichte erst gestartet. Sie geht da von der sehr traditionellen Porträtmalerei aus. Also der erste Anblick ist wirklich wie gemalt und dann mit diesem Anruf fangen diese Personen zu leben an. Und ich glaube, dass diese Dinge, also einerseits das Expanded, das Hinausgehen, das Weg vom Schirm und andererseits das Einbringen der Interaktivität, dass es zwei sehr, sehr spannende neue Richtungen sind. Not me. I'm right here. That's right. Yes, we're right here. What am I doing here? Ein weiteres eigenartiges Merkmal der Menschen ist neben dem Drang zur Darstellung auch die Selbstdarstellung. Es
Das ist genau das Gegenteil von Interactive Art, wo alles flüchtig ist, wo alles wieder verschwindet. Hier wird das Flüchtige zum Permanenten. Auch wenn die Bewohner der Kolonie mit einer durchschnittlichen Größe von ungefähr 1,70 Meter nicht zu den größten Spezien des Planeten gehören, so kennen sie doch bei den meisten Dingen kein Limit nach oben. Bilder stellen ihre Welt und sie selber dar. Die Darstellungsgröße reicht von kleinen mobilen Bildschirmen bis zu riesengroßen Wänden. Also es geht in erster Linie natürlich nicht um um die Technik dahinter. Es geht in erster Linie genau um diesen Erlebnishorizont zu durchbrechen. Bildwelten zu zaubern, die wir aus dem Inneren des menschlichen Körpers, der Universum Mensch ist eine ganz wesentliche Applikation, die wir hier treiben, zugänglich machen, um auch so eine spürbare Entwicklung zu geben, wie die Zukunft der Anatomie aussehen kann, die Zukunft der Medizin auch aussehen kann. Da arbeitet man zusammen mit Fraunhofer, da arbeitet man zusammen mit Princeton, mit Siemens Healthcare, die uns den wirklich Cutting-Edge-Datensatz der Medical Imagery, also der medizinischen bildgebenden Materialien zur Verfügung stellen, damit wir hier auch das Optimum zeigen können, was derzeit tatsächlich an Visualisierung vorhanden ist. Darüber hinaus haben wir aber eben nicht nur die medizinischen Fragestellungen, sondern vor allem auch, und das freut mich besonders, gesellschaftspolitisch relevante Fragestellungen im Deep Space mit dieser neuen Technologie zu thematisieren. Und dazu gehört mit Sicherheit auch das Refugee-Projekt im Deep Space. Eine sehr interessante Untergruppe der Gattung scheint sich meistens im Gleichschritt zu bewegen. Ihr wird auch das Federkleid ohne Tauschwaren gestellt. In gleicher Farbe und Art, damit man sie gut erkennt. Diese Armeen scheinen mangels natürlicher Feinde eingesetzt zu werden, um die Überbevölkerung der Kolonien zu verhindern. Dadurch sind viele gezwungen, ihre Behausungen zu verlassen und Schutz bei anderen zu suchen. Wir kreieren Bilder mit Menschen und benutzen nicht Menschen oder zeigen nicht Menschen in einer Situation, sondern sagen, wir wollen etwas miteinander kreieren. Das entsteht dann in Form von Workshops mit den Kindern miteinander. Was tut man hier und warum tut man es hier? Und diese Bilder dann zu verwenden, um auch positive Symbole zeigen zu können und zu sagen, eine Flüchtlingssiedlung ist nicht etwas Negatives. Das kann also auch absolut positive Aspekte mit sich führen, wenn man es als Siedlung versteht und nicht als ein kurzfristiges Auffanglager unter menschenunwürdigen Bedingungen. Wir alle wollen wir selber sein. Wir alle wollen unsere eigene Identität haben. Wir alle wollen Mensch sein, indem wir uns als auch anders aufzeigen können, auch anders entwickeln können. Wir wollen kein Massenprodukt sein. Also der Kontrast zwischen Stadt, Urbanität und sozusagen etwas, was im Beginn ist, eine Stadt zu werden. Im Aufbruch dahin ist natürlich eine extrem kurze Zeit, in der das passiert ist. Was passiert da mit den Kindern? Und der andere große Teil da drinnen ist, den Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, für kurze Zeit sozusagen aus dem für sie verpflichtenden Alltag darinnen herauszuhebeln und die Möglichkeit zu geben, einmal einfach Zuwendung auf einer ganz anderen Art und Ebene zu geben. Also einfach versuchen, mit denen zu spielen. Die ungewollte Mobilität von Millionen und deren Schicksale bewegen derzeit die gesamte Gattung. Dass es jetzt noch mal so virulent ist und so eine Aktualität hat, nämlich so aktuell, dass in diesen Stunden, Tagen, ein paar hundert Meter weit von uns entfernt, Flüchtlinge am Bahnhof vorbeifahren, vielleicht kurz stehen bleiben und in Linz eine Pause machen und hier versorgt werden, waren es zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bewusst, aber
glaube, es spricht jetzt nicht nur für uns alleine, sondern auch für andere Künstler, dass sie sich bei der Heurigen Ars um dieses hochbrisante politische Thema auch annehmen. Dann kommt die Maschine selbst dazu, die Postrutsche. Die hat das Ganze natürlich noch bestärkt, weil sie im Grunde auch eine Verteilmaschine ist, so wie jetzt die Flüchtlingsströme. Und wir haben versucht, diese Postrutschenmaschine auch als Instrument zu begreifen, dass man bespielt und damit also auch diese Diaspora-Maschine greifbar macht. Die Zweibeiner treten aber auch in anderen Formen auf ihren Verbindungswegen auf. Als ein, zwei, drei oder vier Räder. Bis jetzt noch von den Individuen selbst gesteuert, scheint es hier eine neue Art der Fortbewegung zu geben. Ohne eigenes Zutun übernehmen die Fahrzeuge das Lenken. In einer idealen Welt hätten wir jetzt zum Beispiel ganz viele selbstfahrende Autos, eine große Stadt, viele Menschen, die hier mit den Autos interagieren, um hier wirklich Erkenntnisse zu erlangen, was an Kommunikation und Interaktion funktioniert und was nicht. Wir können das leider in der derzeitigen Situation so nicht realisieren und deswegen versuchen wir es derzeit mit unterschiedlichsten Robotern, mit kleinen Robotern, von Bodenrobotern, Quadcoptern und so weiter, versuchen wir das zu imitieren, versuchen diese Interaktionen hier nachzustellen und versuchen so Erkenntnisse zu kriegen, was zukünftig an Interaktion möglich ist, intuitiv erfahrbar ist für Menschen oder auch gewisse Kommunikations- und Interaktionsmuster, die erlernbar sein müssen. Aber nicht nur am Boden bewegen sich die Bewohner. Auch in der Luft scheint sich einiges zu tun. Bewegung in wirklich alle Richtungen scheint aber auch die eigenen Lebensräume zu gefährden. Der Tee, den wir hier kochen, der wird aus allem gemacht, was vom Himmel fällt. Regen, Partikel. Wenn wir jetzt im Wald wären, dann kämen noch ein paar Blätter vielleicht dazu oder Baumnadeln. Und dann haben wir hier an dieser Teetasse eine Sensorstation. Und damit sammeln wir so viele, sehr, sehr viele Daten über die Umgebung und über diese kleine Mikrowolke hier, über diesen Tee. Und bei der Verarbeitung und Berechnung dieser riesigen Datenmengen erhitzt sich der Computer so stark. Und mit dieser Hitze kochen wir wiederum das Teewasser. Also ich habe ja schon früher mal eine Wolkenmaschinerie und Maschinenmetapher gebaut. Da habe ich mit einer Wolkenforscherin gesprochen und die hatte mir erzählt, dass sie mal in der Antarktik gearbeitet hat. Dort ist sie rausgegangen mit einer heißen Tasse Tee und der hat nicht gedampft. Das liegt daran, dass in der Antarktik die Luft so rein ist, gibt es halt nicht genug Aerosole. Und Aerosole ist ja die Grundlage der Tropfenbildung und somit auch Wolkenbildung. Und da gab es halt eben keine Wolke beim Tee. Und das hatte ich immer im Kopf und da habe ich halt angefangen, mich für die Mikrowolken über Tee zu interessieren. Nahezu jedes Tauschgut der Bewohner wird nur zu 30% benutzt. Der Rest scheint nur bunte Hülle zur Behübschung zu sein. Nahezu jedes dieser Güter wird umweltbelastend produziert. Nahezu jeder Bewohner bewegt sich durch seine oder zu anderen Kolonien. Jede dieser Städte wächst. Der Raum für Pflanzen war noch nicht vorgesehen. I think Gilbertus' work is very interesting for a number of reasons. Ich glaube, Gilbertus' Arbeit ist aus mehreren Gründen sehr interessant. Erstens hat er eine rein künstlerische Ausbildung. Das heißt, alles, was er lernen musste über Technologie, Wissenschaft, Biologie, Umwelt, ist aus reiner Neugierde entstanden. Zweitens kommt er aus Mexiko, wo die Umweltverschmutzung ein großes Problem darstellt. Take Beijing as a city, which is pretty extreme. Peking ist als Beispiel aufgrund seiner enormen Größe und der Menge seiner Einwohner mit seinen innerstädtischen Konflikten und Bedürfnissen sehr extrem. Es ist ein, wir nennen es Doppelzentrum. Es ist der Hauptsitz der Zentralregierung als Hauptstadt und natürlich gibt es die eigene Stadtverwaltung.
And when these two centers, doubles, wenn das in dieser Größe zusammentrifft, wird es sehr schwierig, alles zu verwalten. Und neben Kapazitätsgrenzen der natürlichen Ressourcen kommen zusätzlich ökologische Herausforderungen auf die Stadt zu. In Beijing, I think it's very fun. Auch wenn es irgendwie Spaß macht, in Peking zu leben, ist doch die Lebensqualität nicht perfekt. Manchmal ist es fast schmerzvoll und macht unglücklich. Painful or unhappy, but overall it gives you a kind of motivation. Aber es gibt ja auch irgendwie Motivation. Ich glaube, dass die ideale Lebensbedingung für Menschen nicht das Leben in einer 24-Stunden-Perfekt-Situation bedeutet. Das würde uns nicht glücklich machen oder befriedigen. Man braucht die Herausforderung als Städter. Bäume haben wir schließlich entdeckt. Tanzend. Eine weitere Eigenart ist der Drang, Klänge aneinander zu reihen. Oft gepaart mit Vorführungen, denen große Gruppen beiwohnen.
Musik. Eine weitere sehr einzigartige Ausdrucksform der Spezies. Neben Neugier scheint Kreativität ihre herausragendste Eigenschaft zu sein. I don't think that there is a scientific brain and an artistic brain. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem wissenschaftlichen Gehirn und einem künstlerischen. Wir sind alle Menschen und wir benutzen dieselben Strukturen, wundervolle Strukturen zum Denken, nur leicht anders. Und das macht es aus, wie wir unser Gehirn einsetzen, wovon unsere Neugier geweckt wird, wie wir versuchen, Fragen zu beantworten oder neue Fragen aufzuwerfen. Manchmal haben wir verschiedene Zugänge, um an Fragen heranzugehen. Aber Neugier ist die Basis. Inspiration ist ein Werkzeug bei dem Versuch, eine Antwort zu finden. Und manchmal empfinden wir es wie ein Wunder, wenn es scheint, dass wir einen weiteren Baustein zur Lösung einer Frage gefunden haben. Auf der Suche nach dem Ursprung der Spezies muss also jede Form von Kreativität benutzt werden. Von der Entwicklung der größten Maschinen bis zum künstlerischen Ansatz. Woher die Gattung kommt, will sie, so scheint es, unbedingt wissen. Also man kann sich das vorstellen, es ist ein riesiger Tunnel, 27 Kilometer im Umfang, in dem Protonen mit fast Lichtgeschwindigkeiten, H unter der Lichtgeschwindigkeit, aufeinander zurasen und an vier Punkten miteinander kollidieren. Das sind so Pakete, Milliarden von Protonen, die auf Milliarden von Protonen stoßen, und zwar eine Milliarde Mal pro Sekunde fast. Und jedes Mal, wenn diese Pakete aufeinander stoßen, gibt es ein paar Zusammenstöße, direkte Zusammenstöße zwischen Protonen, die ihre gesamte Energie, die Bewegungsenergie, in diesen Kollisionen umwandeln in Energie. Diese Energie, die wandelt sich dann um in neue Teilchen. Und diese neuen Teilchen, die sind die Teilchen, die wir schon kennen. Das sind ganz normale Quarks, Leptonen, Elektronen. Können auch etwas exotischere Teilchen sein, zum Beispiel die Kräfte, die wirken, also die schwache und starke Wechselwirkung, also Gluonen und Bosonen. Oder es kann sein, dass man das Higgs-Feld selber, das uns umgibt, zum Schwingen bringt. Und diese Schwingung, die ist auch ein Teilchen, das ist das Higgs-Teilchen. Und das hat man bisher geschafft, also das war der große Erfolg von der ersten Phase vom LHC. 2012 das letzte fehlende Teilchen in diesem Modell, was wir haben, zu finden, das Higgs-Teilchen. Also Semiconductor ist eine sehr interessante Kollaboration. Die haben natürlich schon viel Erfahrung, mit wissenschaftlichen Partnern zusammenzuarbeiten. Was mich persönlich dazu bewogen hat, sie auszuwählen, ist der Film Black Rain. Und das ist das Vorgehen, ein Archiv quasi zu durchforsten. Die Daten, die die Wissenschaftler als belanglos, uninteressant, irrelevant angesehen haben, diese Daten zu verwenden und in ihnen eine wunderschöne Ästhetik zu entdecken. Und dieses Vorgehen im Müll, im Abfall, wissenschaftlich gesehen, die Schönheit zu finden, das hat mich überzeugt. Und ich hoffe, dass Sie bei uns genau in diese Richtung gehen werden. Es gibt sehr viel altes Material, es gibt sehr viel Material, das abfällt, wenn man etwas sehr Seltenes sucht. Die meisten Kollisionen produzieren, wir sagen dem technisch Schrott. Es ist nichts Interessantes drin, es ist nur ganz banale Physik. Aber gerade in diesem Untergrund, in diesem Schrott, in diesem Teil, den man wegwerfen will, dort sind vielleicht dann Diamanten begraben. Die Zweibeiner sind aber auch von der Idee beseelt, sofern es eine Seele gibt oder jemand zumindest berechtigten Zweifel ausschließen kann, herausfinden zu wollen, woher alles kommt. Das Leben, das Universum. Und der ganze Rest. Die Suche wird weitergehen, aber es ist eine qualitativ andere Suche jetzt als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man ein Modell gehabt, das man vervollständigen wollte, das in sich geschlossen war, wo nur noch ein Baustein gefehlt hat, sozusagen der Stein, der den Bogen hält. Was man jetzt hat, ist eigentlich etwas, was über dieses perfekte, vollkommen abgeschlossene Modell hinausgeht. Und es ist eine Suche ins Unbekannte. Das, was man vorher gesucht hat, da hat man schon gewusst, ungefähr, wo man suchen sollte. Und deswegen wurde der LHC auch so ausgelegt, damit man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Teilchen finden würde, das man erwartet. Jetzt weiß man nicht, wo die nächsten Teilchen sind. Sind sie gerade um die Ecke? Sind sie 10 Kilometer weiter? Das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Und man kann hoffen, dass man etwas findet. Es muss etwas da sein, aber man weiß es jetzt nicht. Und da wird die Suche viel, viel schwieriger werden, als sie es bisher war.
Obwohl die Spezies noch nicht weiß, woher sie kommt, stellt sie doch noch die Frage, wohin sie denn geht. Man muss für das Unbekannte offen sein. Man muss sich auch mit seinem eigenen Werdegang auseinandersetzen, um festzustellen, was man noch beantwortet haben will. Vielleicht sind es nicht die ultimativen Fragen, die die Menschheit beantwortet haben möchte. Aber so viele Themen sind attraktiv und interessant, weil sie eine Herausforderung sind. Wenn Sie mich heute fragen, was ich noch beantwortet haben möchte, das kann ich nicht sagen. Weiter wachsen, schneller als jemals zuvor. Es wird notwendig sein, die Gattung Mensch weiter unter Beobachtung zu stellen. Und auch ihre Städte. Merk- und Denkwürdiges wird es mit Sicherheit von den Städten danach, den Post-Cities, noch zu berichten geben. Der Ausgangspunkt für Post-City war ja sozusagen die Lebensräume nach dem, all diese Veränderungen und Transformationen mit uns durch sind. Und ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis, die man immer wieder auch transportieren muss, ist, dass wir hier nicht einfach eine Krise haben, von der wir hoffen können, dass sie vorbeigeht, so wie da haben wir einen Schnupfen, legen wir uns ein bisschen hin und nachher ist wieder alles wie vorher. Es wird nie mehr so wie vorher sein, egal ob es die Veränderungen sind, die die digitale Technologie mit sich bringen, egal ob es die massiven geopolitischen Transformationsprozesse sind, die wir gerade erleben. Das ist eine Sache, die einen eigentlich ja sehr depressiv stimmen könnte, aber wenn man dann bei so einem Festival sieht, wie Hunderte von Menschen aus der ganzen Welt, Künstler, Wissenschaftler, Experten, Aktivisten, Aktivistinnen, mit unheimlicher Kreativität, Begeisterung und auch mit Lust an Lösungen daran arbeiten, wie diese Transformation auch gelingen kann, dann hat man eigentlich kaum mehr einen Grund, depressiv zu sein. Und dann ist eigentlich auch ganz klar, dass wir Menschen keine Ameisen sind und nie sein werden.